Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe, und ich bin sehr stolz auf ihn. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung, und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut, ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil du... Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen... Zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Wenn du ein Tier beschickst. Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen.
Ich komme gleich zum Punkt, ja? Das ist unser Safari-Park Great Caldera. Bis jetzt war er relativ klein, aber man hat uns etwas Land gespendet. Und deshalb machen wir es wie mein Bauch an Weihnachten. Wir vergrößern uns. Und ich glaube, am besten können wir diese Vergrößerung finanzieren, indem wir unsere 4x4 Abenteuerfahrt fertigstellen. Auf diese Art können die Bewohner die Tiere ganz wunderbar aus der Nähe sehen. Obwohl es einem fast zu nahe sein kann, wenn sich ein Mandrill auf der Windschutzscheibe niedergelassen hat. Ja. Aber hauptsächlich sollen in der Einrichtung Tiere aller Art gezüchtet und in die Wildnis entlassen werden. Und wir müssen Tieren auch ab und zu einen Unterschlupf bieten. Klingt das machbar? Gut, weil das noch nicht alles ist. Wir müssen unsere Besucher auch informieren und eine äußerst hohe Arterhaltungsrate erreichen. Nun, das wäre dann alles. Du schaffst das.
Der Panda. Er ist das Lieblingstier meiner Tochter. Man kann wohl sagen, wenn es ein Tier gibt, das das Interesse der Öffentlichkeit geweckt hat, dann ist das der Panda. Naja, also, wenn man mal von Hunden und Katzen absieht, ihre Spitzenposition macht ihnen auch ein süßer Bär nicht streitig. Ha, aber wusstest du, dass der Panda dank der großartigen Bemühungen zur Arterhaltung in China und im Rest der Welt nicht mehr zu den stark gefährdeten Arten zählt? Das ist toll. Er ist aber noch immer gefährdet. Wir sollten uns also in unserem Zoo glücklich schätzen, zur Arterhaltung beitragen zu dürfen. Das zeugt von unserem erstklassigen Ruf. Und es ist deine Aufgabe, diesen Ruf zu erhalten. Ebenso wie den Panda. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das Wohlergehen der Pandas ist. Obwohl, kann ich doch. Es ist absolut entscheidend. Die Welt blickt auf dich. Und, was noch viel wichtiger ist, Nancy blickt auf dich und achtet darauf, dass du keinen Unsinn machst. Willkommen in China. Oh, geht einem da nicht das Herz auf? Goldig. Wusstest du, dass große Pandas, wissenschaftlich Ailuropoda melanoleuca genannt, die einzigen reinen Pflanzenfresser unter den Bären sind? Sie fressen bis zu 38 Kilo Bambus am Tag. Angesichts der Tatsache, dass sie rund 14 Stunden am Tag mit Fressen verbringen, ist das aber nicht wirklich verwunderlich. Der Kleine dürfte allerdings noch nicht so einen Bärenhunger haben. Puh, das wäre erledigt. Wir haben so zwar verhindert, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet, aber um die Antilope behandeln zu können, müssen wir eine Tierarztpraxis bauen. Ich habe schon eine geeignete Stelle markiert, also begib dich bitte dorthin. Klicke jetzt auf Servicegebäude, dann auf Mitarbeitereinrichtungen und schließlich auf Tierarztpraxen. Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Wähle einen der...